Servus Leute, ich bin jetzt wieder der Henry und wir sind heute mal wieder zu einem historischen Ereignis. Es gibt mal wieder eine wunderbare Folge ETS auf meinem Kanal. Ja, habt lange nichts zu sehen, ja, es war Urlaub, Ferien, Freizeit und alles mögliche hier. Da werde ich noch diverse Gigs mit Musik und so, halt Technik und Schule und so weiter. Ja. Wir fahren eine kleine Strecke nach Frankreich von, ich habe mir die Stadt nicht gemerkt. Auf jeden Fall fahren wir Kaugummi mit einem wunderschönen Scania Air Highroof mit 650 PS. Ist ordentlich was. Und zwar fahren wir von Mannheim nach Metz in Frankreich. Ich glaube, da waren wir schon mal. Aber ich habe gerade gar nichts anderes gefunden. Die Strecke stelle ich mir ganz in Ordnung vor, könnte ganz nett aussehen. Ja, ich denke, wir legen mal los. So, in der Ladezeit sehen wir ein sehr schönes Bild, welches überhaupt nicht unscharf ist. Es wurde aufgenommen von, steht gar nicht dran, wahrscheinlich von ETS selbst. Es regnet, sehr interessant. Schauen wir doch gleich einmal in. Oh, das war der Music Free. GEMA. Nein. So, Karte war nämlich alt. Nein. Die war auch. Ach so, ich anderes Profil und so weiter, ja. Aber trotzdem, irgendwo hatte ich die. Das war sie auch nicht. Das ist auch nicht. Das, das Navi da. Stair Display. Das ist der Scheibenwischer. Karte machen wir also. Ja, Landstraße halt, ne? Landstraße bei Regen. Sehr große Stadt wie immer. Ne, das ist doch Autobahn. Ah, die A4, die sind wir im Urlaub sogar wirklich gefahren. Dann sind wir, glaube ich, auf dem Parkplatz. Ne, das ist eine Raststätte, oder? Regen und Parkplatz haben wir da auf jeden Fall. Ah, das kommt sogar hin. Ist auf die Mautstelle. Dann fahren wir auf irgendeine unbekannte Autobahn. Ne, das ist Landstraße. Das wird dann hier zu. Hä? Egal, wir fahren einfach. Ist ja auch nicht so wichtig. 22 Tonnen, 650 PS. Na gut, man kann auch 40 Tonnen schleppen, aber. Ja, ich bin. Ist das Automatik gerade? Ne, gut. Ja, Schaltwagen kriegen wir hin. Motor. Ja, machst du gleich mal an. Oh, das ist laut. Ah, das tut ja weh. Einen Moment. So, ist schon besser. Weil ich muss auch noch den Monitor hören, deshalb kann ich hier Kopfhörer nicht leiser machen. Oh Gott, das donnert auch noch. Ja, der Motor ist in Ordnung. Ne, das war ja die Bremse. Das ist ja immer Verwechslungsgefahr mit OMSI. So. War jetzt nämlich gerade kein OMSI, sondern ETS2. Dann ist es gar nicht mehr. Die Bremse ist raus, ne? Und dann geht's los. Ja, Hilfe, wo komme ich? Oh Gott, das ist ja. Ist schrecklich. Kann man nicht richtig raus, ist immer das Problem. Kommt da einer, wir müssen rechts rum. Ja, kommt keiner. Gas! Habe ich den jetzt abgewürgt? Häng ich irgendwo? Nee, das war nicht F, das ist. Verwechslungsgefahr mit OMSI. So, liebe Karre, warum fährst du nicht? Komm, Gas! Achso, habe ich eventuell die Bremse reingemacht? Nee, hatte ich nicht.
Erfahr. Ganz auch mit dem ersten Gang, wo so, oh, der Scheiße, der Donner. Na, geht doch. Auch nicht? Ja, fängt ja gut an. Cheat Wetter oder LKW streikt. Nein. So. Vielleicht sollte ich mal versuchen, rückwärts zu fahren. Ja, das geht. Dürfte ich dann jetzt bitte hier raus? Dürfte ich dann jetzt bitte hier raus? Leute, fahrt doch auf der linke Spur, da ist alles frei. Oh, hi Polizei. Ich weiß, wo war noch ein Jupp. Oh, die klingt ja original nach Public Transport Simulator. Oh, richtig Public Transport. Echter. Na los. Na los. Juhu. Oh ne, da kommen schon die nächsten. So, ich dränge mich jetzt davor. Komm mal, was wolle ich? Ich dränge mich davor. Los, Power. Du schaffst das. 650 Pferde. Glaubt an euch. Ne, ich nehme die linke Spur. Ah, Hilfe. Ach, ich muss sowieso links abbiegen, dann passt das ja. Jetzt hätte ich gleich wieder drängeln müssen. Habe ich einen Retarder? Ja, habe ich. Gut. Das gefällt mir. Das markiert ab. Ne, das war die Bremse in Omsi. Die Bremse bei mir ist hier. So. Fahr. Du hast nur 22 Tonnen und aber 650 Pferde. Das schafft ihr beim Fahren so bescheiden. Ich sollte mehr aufs Fahren statt aufs Labern achten. Oder andersrum? Ja, müsst ihr entscheiden, ne? Schreibt es einfach irgendwie in die Kommentare oder so. Ein Arbeits. Scheiße, bin ich schnell. Dann habe ich natürlich nicht gesagt. Nach 10 ist es auch noch nicht, wegen FSK und so. Ja, nasse Straße. Ey, so hat er bei dir jetzt auch nicht gerade. Dankeschön. Okay, dann ja, weg. Ganz sowieso ganz weg, weil ich habe da ein Navi und das reicht mir. Oh, das ist ja gar nicht zwei Spuren. Egal, passt. Perfekt. Upsalat. Upsalat. Ja, hit up ist. Upsi. War ich nicht. Hab Autopilot angelassen, der war das. Na los. Du bist nur halb voll. Es gibt Gas. Ich bin froh, dass ich dich nicht mit 40 Tonnen quer, sondern nur mit 22. Ich heiße doch jeder DAF 440 besser. Also 440 PS meine ich. Nee. Ich würde da gerne bei 1500 Umdrehungen schalten, aber. Da muss gerade der Spritverbrauch ein bisschen leider leiden. Und damit leider auch die Umwelt und ich muss abbiegen. Hilfe. Ah, passt schon. Jawollo. Ich mach gleich das Rollo zu. Ne, ich hab hier gar keins. Roll? Oh. Ja, aber an sich, er fährt sich. Bis auf mangelnde Power. Scania halt. Fährt sich ganz gut. Also ich komme schon mit zurecht. Getriebe ist halt ETS und generell. Weil in ETS alle Automatikschaltungen gleich sind. In allen LKWs. Was eigentlich nicht so ist. Und die nicht gerade sehr toll sind. Die nicht sehr real schalten. War ich eben lieber Schaltwagen. Ja komm, gib Gas. Du hast 1000 Umdrehungen. Ein DAF mit 440 PS fährt bei 1000 Umdrehungen berghoch. Ein Auto hat 1000 Umdrehungen Leerlauf.
Also bitte, na los. Ah, ich könnte vielleicht auch mal Lichter machen, ne? Ah, das ist. Mich schon gewundert, warum die Sicht so schlecht ist. Da geht gerade die Sonne. Wie spät ist es? Ich glaube, unter. Ja, 2024, dann geht's unter. Warte mal, Herbst. Ein bisschen auf den Tacho achten wäre vielleicht auch eine gute Maßnahme, ne? Hier ist sogar nur 60. Ah, Tempomat rein. Perfekt. Bergab können wir auch die Kupplung reinlassen. Oh, das war. Die Feststellbremse, die wollte ich nicht reinmachen. Da die Leertaste, ne? Versehentlich. Gas. Gas, du schaffst das. Ich zahle den Sprit nicht. Ist ja nicht meine LKW. Aber hier sind wir nur noch 60. Ich weiß, dass ich zu schnell war. Fast perfekt. Also der braucht echt mehr Umdrehungen. Wie es scheint. So ganz viele gebe ich ihm dann doch nicht. Hashtag Fridays for Future. Ich komme auch übrigens aus der Planung von FFGT. Also ich weiß schon. Upsi. War ich nicht. Tempomat. Da raus. Schalten. Tempomat. Scheiße, jetzt. Warum machen die hier? Habe ich natürlich nicht gesagt. Welcher Vorlauf macht der 30? Ich meine natürlich, welcher liebenswerte Mitbürger. Welcher sehr liebenswerte Herr Mitbürger. Wenigstens habe ich ein Tempomat hier bei 30 km/h, glaube ich. Ja gut, der fährt auch bei 30 km/h, na dann. Da kann ich ihn noch ein bisschen fahr weiterhin bei 30 km/h. Da ist die Cruise Control, Dankeschön. Komm, Gas lieber Tempomat. Bis du nicht mehr kannst. Also ich meine, bis ich schalten muss, weil dann geht er aus. Also jetzt. Und da gibt auch schon wieder Gas. Sehr viel Gas, muss ich sagen. Aber in der Tat Vollgas. Ich kann mit dem Gaspedal jetzt nichts mehr verändern. Ups, das war ja schon zu viel. Wie ist, warum auch immer, 60 LKW. Oh, ein automatischer Retarder. Gefällt mir. Gefällt mir, ja. Ah, Leute, was ist eigentlich in der Welt falsch? Warum muss ich jetzt Kaugummi von Deutschland nach Frankreich fahren? Warum überhaupt Kaugummi? Könnt ihr es in Frankreich nicht herstellen oder was? Ich glaube schon, dass es geht und da könnte man sich den Sprit dann auch sparen. Vor allem könnte der LKW auch voll sein, damit auch voll ausgelastet. Oder Mais aus Spanien. Leute, wir haben in Deutschland genug Mais. Warum 10 Kilometer lang den Mais fliegen oder mit dem LKW fahren, wenn man einfach mal 10 Minuten mit dem Fahrrad zum nächsten Bauer fahren könnte? Leute, was ist falsch? Ich verstehe es, aber es macht keinen Sinn. Aber wozu brauchen wir Avocados oder Kiwis aus Argentinien oder noch weiter weg? Mit 10 Stunden Flug. Leute, warum? Es ist unnötig. Es braucht doch kein Mensch. Leute, vor 500 Jahren haben wir auch alle überlebt. Da haben wir auch nicht alles von irgendwo anders hergeflogen. Das Schlimme ist, dass sie dann in Spanien oder in Argentinien für ihren Mais oder ihre Avocados noch nicht mal gut bezahlt werden. Das ist wirklich so, die verdienen vielleicht an einer Avocado, die ihr euch kauft, maximal 1 Cent. Ich kann hier zoomen, das ist toll. Ne? Soll ich so fahren? Oh, Fernlicht an. Kommt da gerade keiner. Jetzt kommt einer. Ja, voll. Fernlicht ist eine ganz tolle und wichtige Sache. Habe ich Zusatzbelichtung? Warte, welcher Knopf war das, der hier, ne? War ich noch rundum, Leute? Ich frontmontieren, habe ich Dachmontieren. Ich habe Hintergrundbeleuchtung am Tourenbett.
Das ist nice, ne? Und habe ich eine Rundumleuchte? Nein, ich habe keine. Warum sollte ich auch eine haben? Leute, warum sollte ich eine haben? Könnt ihr mir das sagen, warum ich eine haben solle? Ich kann es ja selbst nicht sagen. Ah, ihr seid sowieso alle schlauer als ich. Weil ich bin nur ein armer Head-Up, der in einem Head-Up-Studio sitzt. Ja, Head-Up, Head-Up, der Name kam mir irgendwie. Ja. Demnächst kommt ein Cover zu Deutschland Rammstein. Weiß aber noch nicht, ob ich das veröffentlichen werde. Und wenn dann auf einem separaten Kanal, der noch nicht existiert, dann ist halt noch die Sache mit dem Copyright und so weiter. Ja, Copyright, nicht Copyright. Copyright ist, wenn Copyright irgendwas einem irgendwie Probleme macht auf YouTube und Co. Dann ist es Copyright. Wenn es einfach nur existiert, dann ist es Copyright. Aber wenn man Probleme damit hat, ist es Copyright. Das schaffst du! Jawohl! Geht doch! Ja, bravo! Wir können sogar 80 fahren. Geil! Geiler Scheiß! Ey, kranker Scheiß, Alter! Upsalat! Wir sind ja schon im Frankreich. Ups, hat ihn fast abgewürgt. Auch noch fast abwürgi, wie der Franzose sagen würde. Und weiter geht's. Jawohl. Immer schön perfekt schalten. Jetzt. Ja, die Kupplung. Hä? Jetzt. Irgendwas hat gerade nicht gepasst. Irgendwie gehen wir nicht rein. Oh, ich muss hier. Abbiege. Hier sieht es aber dann doch nicht so ganz frankreichisch aus. Gebe gerade barfuß Vollgas auf meinen G29-Pedalen mit meinem G29-Lenkrad in der Hand und meinem G29. Nee, meinem G-Shifter. Wo ich doch damit fahren kann. Ich gehe. Hey. Ups, da musste ich ja schon lange rüber. Krass, hier kann man ja 90 fahren auf der Autobahn. Nice. Das kannst immer Vollgas geben und muss nicht den Tempomat aktivieren. Könnt ihr euch das vorstellen, ne? Das ist mega krasses Video. Ja, außer hier ist 80. Aber ich war gerade nur 70, fällt mir auf. So ganz nebenbei. Oh, hier ist 70. Ach, nicht, hier ist schon wieder eine Mautstelle. Perfekt. Ich habe kaum die Bremse getreten. Nächstes Mal sage ich euch einfach, wann ich den Retarder betätige und wann ich die Bremse betätige. Dann seht ihr, der Retarder kann einiges. Und das ist recht umweltfreundlich, da der Retarder nicht sehr schnell verschleißt. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erklärt habe. Aber Retarder funktioniert so. Es ist quasi ein Kasten, also halt ein Behälter mit einer Flüssigkeit drin. Da drin ist sowas wie ein Rotor. Aber ich erkläre es anders. Wenn ihr einen Kochtopf mit Wasser habt und in dem Kochtopf mit dem Kochlöffel rührt, dann dreht sich das Wasser. Und jetzt ist der Kochtopf nicht der Kochtopf mit Wasser, sondern der Behälter mit Hydraulikflüssigkeit oder was da drin ist, weiß ich gerade nicht. Der Kochlöffel ist nicht der Kochlöffel. Warum habe ich eigentlich noch den Dings an? Es regnet doch gar nicht mehr. Sondern halt ein Teil, was fest mit dem Motor verbunden ist und was sich immer dreht. Wenn ich jetzt den Retarder aktiviere, kommt auf der anderen Seite vom Kochtopf, also vom Behälter mit der Flüssigkeit, egal, ich muss es nicht bezahlen, das kostet mich nur XP. Meine wertvollen Windows XP-Lizenzen. Nein! Hätte ich da runter gemusst? Ja, hätte ich. Mist.
Wenn das Brot sagen würde, Mist. Tempomat an. Ja, fast nicht genießt. Das in einem Video geht ja gar nicht. Also, wo ich war, stehen geblieben. In dem Topf, also in dem Behälter, dreht sich immer die Flüssigkeit. Auf der anderen Seite des Behälters kommt dann ein, ja, auch nochmal so ein Rotor, Kochlöffel halt, der sich auch wieder vom Motor dreht. Der dreht dann aber in die andere Richtung, das Wasser. Und dadurch blockiert der Motor sich quasi selbst. Es gibt auch noch ein Video von ZF oder von Void. Die bauen auch Retarder. Da wird das ganz gut erklärt. Zumindest so, dass man das Prinzip versteht. Oh, jetzt 80. Das tue ich vielleicht in der Videobeschreibung, wenn ich dann denke. Jetzt haben wir mit einer nice niedrigen Drehzahl im 12. Gang. Bei 80 km/h. Das hat nicht jeder LKW, also die 650 PS, die machen sich schon bezahlt. Ja. Bisschen kurvig hier. Aber sonst, ja, wozu suche ich eigentlich eine schöne Strecke raus, wenn es dunkel ist? Schlauer Henry. Sehr, sehr schlauer Henry. Warum fahre ich auf der mittleren Spur? Und warum fahre ich nicht in 90, wenn es schon wieder 90 ist? Da waren sie wieder. Meilen drei fahren. Oh, ich muss hier runter. Nein, das. Weg, 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 weg. Ich sollte mal öfter auf Navi schauen und so weiter und so fort. Ne? Und bremsen sollte ich. Oh. Ich kann fahren. Ja, ich fahre sehr gut. Ich muss mal gerade mich um meine Sitzposition kümmern. Oh, ich wollte bremsen nicht im Motor ausmachen. Sieht ja echt gar nichts. Ich halte toll, ne? Genau jetzt. Und dann schalte ich wieder jetzt. Ja, bei 1500. Dann schalte ich runter auf 10. Also auf 1000. Aber ja, bis 1500. Und dann schalte ich wieder runter auf 10. Bin jetzt im 10. Gang übrigens auch. Und was ich gerade mache, ich wechsle einmal auf die ungeraden Gänge. Dann habe ich nachher auf Autobahn einen Gang mehr, um zu beschleunigen. Jetzt bin ich im 11. Gang, das ist auf meinem Schalthebel die Position vom 6. Gang beim Auto. Das heißt, ich könnte jetzt am Schalthebel nicht mehr höher schalten. Wenn ich jetzt aber beschleunige, dann bis auf 80, dann habe ich jetzt noch einen Gang. Den nutze ich zum Beschleunigen. Jetzt bin ich bei 80, jetzt schalte ich in den 12. Gang. Das ist ein kleiner Knopf am Lenkrad, da schaltet man immer zwischen den geraden Gängen und den ungeraden Gängen. Und dann habe ich jetzt halt alle Gänge ausgenutzt, warte noch bis ich auf 83 bin. Oder lasse den Tempomat bis 83 beschleunigen. Ah, nein. 83. Ich fahre 83. So. Danke sehr. Kann auf die rechte Spur wechseln. Ich glaube, da ist niemand. Ich sehe zumindest niemanden. Also muss da auch niemand sein. Ja, wir sind angekommen in Metz. Uff. Ich sollte mal etwas runter beschleunigen. Hab ich da gerade eine Polizei gehört? Hallo? Da raus. Ach ja, ich wollte es euch ja sagen. Okay, mach ich beim nächsten Mal. So, hier beschleunige ich auch nicht, weil es keinen Sinn hat. Kann auch schon mal schalten und ich sollte etwas schneller bremsen. So, was ich jetzt mal überprüfen kann, sind die Fußgängerampeln. Falls es denn hier welche gibt. Okay, ist gerade keine. Aber in Frankreich sind die etwa so wie in London oder England. Da ist es einfach eine LED-Tafel, eine kleine, also quasi ein kleiner viereckiger LED-Bildschirm mit einer schlechten Auflösung. Und da ist halt ein rotes und ein grünes Männchen. Das rote geht, das rote steht, das grüne geht. Und das wechselt dann auf rot und grün.
Cool, wir können los. Ja, ich habe etwas zu früh die Kupplung weggenommen. Merke ich gerade auch. Jawohl. Jawohl. Eine Druckluftschaltung, man hört sie und man kennt sie. Und zisch. Und ich fahre schon wieder 50 km/h. Harte Bomat. Obwohl, bringt die eigentlich nichts in der City. Wo muss ich denn hier lang? Oh, ich muss drehen. Ja, ich sollte öfter auf meinen Navi gucken. Also Hilfsteile sind eigentlich doch ganz praktisch. Wen um sie, wie ich gerade merke. Vielleicht nehme ich gleich noch eine Runde auf. Um sie. Doch nicht. Muss doch gucken, ob ich gerade einen passenden Bus und eine passende Karte habe. Und eine passende Rufdatei. Und eine passende Zeit. Jawohl. Hätte vielleicht etwas langsamer fahren sollen. Aber hier ist Tempolimit 50. Ja, ich sehe hier rechts. Nächste muss ich rechts. Komm, was haben wir noch? Ey, das war gelb! Ich kann da kein. So schnell hätte ich nicht bremsen können, wirklich. Das ging ja flott jetzt. Ich hätte lieber gehabt, die wäre jetzt noch ein paar Sekunden rot geblieben und ich hätte einmal angehalten. Ups, habe ich gerade ein Schild gerammt. War ich nicht, war ich nicht. Oh, ich sollte schalten. War ich nicht. Automatikschaltung. Nee. Wirklich. Ach gut, ja, die Einfahrt ist davor. Achso, und die blinkt auch nur, die ist gar nicht rund. Wird gar nicht rund. Ja, hab nichts gesagt, ne? Sollte öfter blinken, ne? Und öfter bremsen. So weiter. Aber ich habe ihn nicht abgewürgt. Ist doch immerhin etwas. Komm, ich fahre sogar mal im ersten Gang an. Ja. Okay, ich habe noch abgewürgt. Oh, ist der zweite. Ja, jetzt bin ich bei meinem ungeraden Zahl. Power. Ich kippe gerade Gas mit der Kupplung. Drücke ich die Kupplung jetzt mehr? Also, ich habe generell gerade Vollgas. Mit der Kupplung. Weil ich das steuern, aber wenn die Kupplung gedrückt ist, kann ich halt nicht fahren. Ja. Ich weiß nicht, wer von meinen Zuschauern Führerschein hat und Schaltwagenkenntnisse und wenn nicht. Also, ist jetzt nicht, dass ich euch für dumm halte. Ich erzähle nur manchmal gerne was. Vor allem, wenn mir gerade sonst nichts Kreatives einfällt, womit ich meine Videos volllabern könnte. Kann ich jetzt ein Tempomat reinmachen? Warte. Jetzt? Nein. Kann ich jetzt einen reinmachen? Ja, ich sollte mehr aufs Fahren achten. Ach, das ist so ein Kinderspiel. Hab ich eigentlich immer noch? Ja, ich habe immer noch Fernlicht dran gehabt. LOL. Völlig lost. Ja, das kriegen wir hin. Ich hole noch ein kleines wenig aus. Denn der Parkplatz ist ein bisschen schlecht beleuchtet. So, Fernlicht habe ich noch ausgemacht. Aber das Fernlicht geht mehr so geradeaus und das normale Fahrlicht, das geht mehr ein bisschen in alle Richtungen. Gucken, dass ich gerade komme. Ein bisschen nach rechts. Jetzt sollte Welt schalten. Jetzt macht sich in Automatik schon bezahlt. Auch wenn früher alle gesagt haben, dass sie ohne Automatik nicht fahren wollen. Jetzt werden wir gleich sehen, dass sich wieder ein Schaltwagen auch bezahlt. Jetzt gebe ich nämlich Gas, eigentlich größtenteils nur mit der Kupplung. Ja, genau. Ein bisschen links, rechts. Aber sag mal immer, in welche Richtung ich lenke, weil ihr seht das gerade nicht. Aber wisst ihr was, ich fahre nach Spiegel. Kann ich auch. Ich sehe ja beide Spiegel, weil hier den Kopf bewegen, das geht nicht so gut. In echt ist das anders. Ja. Gerade kommen lassen. Ah, zu weit.
immer rückwärts. Ich darf auf keinen Fall mich irgendwie bewegen, dann komme ich gerade perfekt nicht an den Zaunrand und so weiter. Okay, jetzt gebe ich doch halt Gas hinten, Gaspedal wieder. Perfekt. Och, wirklich. Feststellbremse. Beim Achsen. Ja, hat wahrscheinlich eh nichts gebracht. Nein, was vergessen? Licht. Motor aus. Taste T. So, wir sind bei einer Zeit von wunderbaren etwas zu langen 30 Minuten. Ich habe, obwohl eigentlich könnte ich es schneiden. Schneide ich es wahrscheinlich nicht. Wenn ich dann veröffentliche, ist in zwei Folgen kommt dazwischen noch eine Folge von Unknown Horizons. So, was haben wir? Ausgezeichnet. Erfahrungsbonus Level 1 plus 41 Euro. Basisvergütung 3121 Euro. Erfahrung 297 EP. Erfahrungsbonus keine EP. Aufregaren G-Bonus plus 90 EP. Insgesamt 3162 Euro und 387 EP. Level 92 bei etwa der Hälfte. Welchen Skillpunkt? Ne, immer nur ein Level, ne? Doch, ein nice. Immer sparsam, das kann ich. Obwohl, ich mache mal immer jeden einen. Fernfahrten, da hinten mal so mittelmäßige Touren. Damit das halt immer so 20 Minuten sind. Weil das halt immer eine Folgelänge ist. Hochwertige Fracht, zerbrechliche Fracht. Just in time, ja, ich muss mich sowieso immer an die Folgenzeiten halten. Aber wenn ein Unfall passiert, dann passiert halt ein Unfall. Und dann wird da auch die Folge länger, beziehungsweise in zwei Teile geschnitten. Diese werde ich jetzt auch, 32 Minuten. Ja, ich werde in zwei Teile schneiden. Aber nur mit dem YouTube-Cutting-Tool. Das wird's auch tun müssen. Weil sonst klaut mich das alles viel zu viel Zeit. Dann ziehe ich das gleich noch am USB-Stick. Gerne ein PC mit Internet. Meine Internetleitung nach oben verlege ich gerade neu. Ich habe mir Kabel durch Schächte vom Kamin, also vom Schornstein, habe mir Kabelschächte durch das ganze Haus. Habe mir mein Zimmer auf dem Dachboden und unten sind halt aber die ganzen Fritzboxen und so. Ich hasse Fritzboxen. Und ja, WLAN ist mir zu langsam, seit ich mir im WLAN noch das Basic gekauft. Aber wir hatten halt sowieso schon Rohre hier liegen, musste noch ein LAN-Kabel durch. Ja, habe ich ein Patchkabel genommen, 25 Meter, passend zurecht geschnippelt. Stecker dran, hier oben eine Buchse und ein Stecker, den an der Fritzbox. Bei dem Stecker habe ich noch ein bisschen Probleme, da muss ich noch einmal ein Kabel ein bisschen zurecht drücken. Ich hoffe, das kriege ich hin, ohne den Stecker komplett nochmal neu machen zu müssen. Ja, warum laber ich eigentlich noch, wenn die Folge schon lang zu Ende ist? Ich sage Tschüssi, toller Hintergrund. Bye bye!